Was ist denn eigentlich Etage 2? Gesundheit des Geistes. Was meint Jarell, was meinst du damit? Was laberst du? Gesundheit des Geistes, Gesundheit des Geistes. Wenn wir ständig gejagt werden von irgendwelchen Ängsten aus der Vergangenheit, von irgendwelchen Schmerzen, geistigen Schmerzen aus der Vergangenheit, ist das genauso schlimm wie körperliche Plagen, wenn wir nicht gesund sind, unser Körper nicht gesund sind. Was meine ich? Nehmen wir an, wir haben einen Unfall, okay? Autounfall, was wir natürlich nicht hoffen, okay? Steigen aus dem Auto aus, lauter, überall haben wir Wunden, offene Wunden, Blut etc. Leute, die vorbeifahren, sagen, um Gottes Willen, schau dir das an, wir müssen ihm helfen, wir müssen ihm helfen. Man sieht's doch, schau ihn dir doch mal an. Ab ins Krankenhaus mit ihm. Was ist da mit den geistigen Wunden? Wenn jemand ein Kind verloren hat, wenn jemand einen Mann verloren hat, eine Frau verloren hat, sein Haus verloren hat, komplette Existenz quasi verloren hat, erfüllt ist voller Ängste. Das sind auch Wunden. Das sind geistige Wunden. Wer sieht sie aber außenrum? Niemand. Niemand. Die körperlichen Wunden sieht jeder. Aber unsere geistigen Wunden sieht niemand außer wir selbst. Wenn wir sie sehen wollen und sie nicht verdrängen wollen. Und das meine ich mit Etage 2, Gesundheit des Geistes. Wir müssen jede einzelne geistige Wunde, wenn man so will, das ist im Endeffekt nichts weiter als Ängste. Die Frau ist gestorben. Die Angst davor, immer alleine sein zu müssen. Das Kind ist gestorben. Die Angst davor, niemals das Kind wiederzusehen. Immer alleine zu sein. Das Haus verloren. Niemals wird man wieder so eine wunderschöne Wohnung finden. Niemals wird man wieder dieses Leben führen wie früher. Den Job verloren. Die Angst davor, nie wieder einen Job zu bekommen. Ganz krass ist, dann geht er noch schlimmer. Vergewaltigung. Nie wieder jemanden, einen Mann vertrauen können. Etc. Du weißt, was ich meine. Es sind alles Ängste. Und jede einzelne Angst kann überwunden werden. Ich muss jede einzelne Angst aus mir herausziehen. Und bei Gott, ich sage nicht, dass es einfach ist. Noch einmal. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Doch ich sage, jede Angst kann überwunden werden. Wir können komplett wieder frei sein. Fresh new. Wie am ersten Tag, wie wir auf diesen Planeten gekommen sind. Es ist nicht einfach. Jede Angst soll einzeln aus sich herausziehen. Sie betrachten, wann ist sie entstanden? Was war da? Was macht diese Angst da? Woher kommt die? Und die Angst kommt immer aus Unwissenheit. Du musst die Angst wirklich analysieren, komplett eintauchen. Jede einzelne Angst für sich. Und das ist eine Mega-Action natürlich. Aber jetzt kommt's. Wenn ich diese Angst komplett anvisiere, anfokussiere, den Ursprung etc. komplett aus allen Seiten, wenn man so will, von jeden Seiten betrachtet, dann löst sich diese Angst auf. Und so muss ich das mit jeder einzelnen Angst machen. Und wie gesagt, ich tauche nur kurz ein in die Etagen. Aber wir können zu jeder einzelnen Etage einzelne Videos noch extrem lange machen. Und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten und Jahre noch extrem viele Videos dazu machen. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, erstmal einfach die Gebrauchsanweisung hier mal klar darstellen. Okay? Die Jarells Pyramide. Das Finden von Selbstliebe. Die Gebrauchsanweisung, um die ultimative Energie für mich zu finden. Etage 1, Gesundheit des Körpers. Etage 2, Gesundheit des Geistes. Etage 3,